Im Sommer haben wir uns mit der Verbindung von Flucht, Migration und Stadtentwicklung aus unterschiedlichen disziplinären Perspektiven beschäftigt. Das waren historische, kulturwissenschaftliche, sozialpsychologische, künstlerische Perspektiven. In diesem Semester haben wir uns spezifische gesellschaftliche Handlungsfelder zum Ausgangspunkt genommen, um auch wieder interdisziplinär da drauf zu gucken, aber vielleicht weniger aus von den disziplinären Schwerpunkten ausgehend. Wir fragen danach, wie das Bleiben von Geflüchteten in den Bereichen Mobilität, Recht, Wohnen, Arbeit und Bildung verhandelt wird. Felder, die nicht nur naheliegen, wenn wir uns mit der Frage von Flucht und Migration beschäftigen und die zudem auch eng miteinander verwoben sind, sondern Forschungsfelder, die im vergangenen Jahr von Studierenden und Lehrenden der HCU bearbeitet wurden und weiterhin bearbeitet werden. Unter anderem deshalb haben wir auch das Format erweitert, um Beiträge aus den eigenen Reihen, die zum Beispiel in der Sitzung Wohnen stattfinden werden, aber auch schon in Form der Grafik, die Sie und ihr hinter mir seht, von Jakob Kempe und Renke Gudehus, die wir etwas überarbeitet für diese Lecture Series zur Verfügung gestellt bekommen haben, in der der rechtliche Prozess der Asylsuche in Deutschland greifbar gemacht wird. Dass wir damit arbeiten, heißt, dass die Referentinnen darauf Bezug nehmen können, die meisten haben die schon zugeschickt bekommen, dass wir Fragen dazu stellen können oder von da aus und sie durchaus auch auf der Grafik festhalten können. Die wird die ganzen bis zur letzten Sitzung im Januar hier stehen bleiben und kann deswegen auch gelesen und weiterentwickelt werden und auch vielleicht korrigiert werden. Dabei werden wir unterstützt bei dieser Arbeit an der Grafik von einer Fellow, einer Hafen City Lecture Fellow, eine weitere Neuerung in diesem Format der Hafen City Lecture. Wir haben Dr. Anne Hofschmidt eingeladen als Fellow, die Reihe zu begleiten und eine Sitzung selbst zu gestalten. Das sehen Sie und ihr im Programm. Anne Hofschmidt ist Kulturwissenschaftlerin, Autorin, Kuratorin. Sie ist an der Freien Universität Berlin angesiedelt bei den Lateinamerika-Studien und wird dort in Kürze ein Forschungsprojekt zur Forensik beginnen. Das Projekt knüpft an ihre langjährige Beschäftigung mit Stadt, Gewalt, Gewalterinnerung und Raum an. Sie hat letztes 2015 eine Studie dazu, ein großes Buch dazu publiziert, Risse im Raum, das nicht nur wunderbar für die Lehre geeignet ist, sondern auch wirklich veranschaulicht, wie Schnittstellen zwischen Ethnographie, Diskursforschung, Bildforschung, Produktion und Stadt als Forschungsgegenstand produktiv gemacht werden können. Anne Hofschmidt ist wie Katrin Wildner Mitglied von Metrozones und hat in diesem Zusammenhang im vergangenen Jahr auch zum Flüchtlingskomplex Mapping Along the Refugee Complex gearbeitet. Sie wird sich also in die Diskussion einbringen. Sie sitzt hier vorne, hast du dich sichtbar gemacht, einbringen und ein diskursives Mapping machen, das hat sie uns versprochen. Sie wird auch selbst um das Thema herum forschen, während dieser Sitzung oder davor besser gesagt Gesprächspartnerinnen suchen und finden und abschließend an dem Publikationsformat, das auch wieder in Bezug auf alle Vorträge, vielleicht auch auf die vorige Reihe, darauf Bezug nehmen wird und aufgearbeitet wird. Wir freuen uns also, dass du die Einladung angenommen hast. Ich möchte jetzt mit unserer heutigen Sitzung starten, inhaltlich und unseren beiden wunderbaren Gästen. Die Frage ist heute Abend Mobilität und Bleiben oder Bleiben und Mobilität. Wie lässt sich gesellschaftliche Teilhabe denken, wenn Menschen eigentlich noch ganz konkret nach ihrem Ort suchen, damit beschäftigt sind, den zu finden? Es geht heute also um Mobilität im ganz konkreten geografischen Sinn, von hier nach dort kommen können, trotz Widrigkeiten. Das sind mühsame und hoffnungsvolle Wege, die eng verbunden sind mit einer zweiten Dimension von Mobilität im Sinne von sozialer Mobilität. Denn das ist, was häufig dann auf dem Spiel steht, was motiviert und häufig genug ausgebremst wird, verhindert oder enttäuscht wird, die soziale Mobilität, der Aufstieg vielleicht. Gerda Heck und Michael Hieselmeier, Gerda Heck ist dort vorne und kommt auch gleich nach vorne, und Michael Hieselmeier hier vorne rechts, beschäftigen sich seit Jahren mit dem Spannungsfeld von Mobilität im Zusammenhang von Migration und Flucht
Und heute mit Blick oder von einerseits Izmir in der Türkei und Wien in Österreich ausblickend auf dieses Thema. Beide tragen jeweils 20 Minuten vor, hintereinander weg, und wir kommen dann danach in die Diskussion, gerne auch gleich von Anfang an mit Ihnen zusammen. Gerda, ich würde gerne bitten, nach vorne zu kommen, während ich dich vorstelle. Gerda Heck ist eine der erfahrensten und mobilsten Migrationsforscherinnen in Deutschland mit soziologischem Hintergrund. Sie hat in Soziologie promoviert und arbeitet zurzeit an der Universität Göttingen und ist dort mit dem Transregional Research Network verbunden. Sie beschäftigt sich vor allem mit den Formen der Migration nach Europa, folgt diesen Routen nach Berlin, Istanbul, Rio und Paris und anderen Orts hin und hat dies unter anderem in dem Forschungsprojekt Global Prayers Redemption and Liberation in the City getan. Von diesen Routen aus untersucht sie das europäische Migrationsregime, wovon wir eine Innenvariante hier auch an der Wand haben, und fragt, wie es sich beispielsweise auf die Mobilitätsmöglichkeiten von Migrantinnen auswirkt, unter anderem auch Migrantinnen aus dem Kongo. Im vergangenen Jahr hat sie sich besonders mit Auswirkungen des neuen Migrationsregimes auf die EU-Nachbarstaaten, und das heißt vor allem auf die Türkei, auseinandergesetzt und eine Forschung gestartet, die unter Transitmigration 2.org, eine Website, die Sie auch auf dem Flyer, glaube ich, finden, nachzulesen ist. Der Vortrag heute heißt Gehen und Warten in Izmir, Auswirkungen von und Umgang mit sich verändernden Migrationspolitiken. Meine heutige Präsentation basiert eigentlich auf Ergebnissen der ethnografischen Feldforschung, die ich teilweise zusammen mit meinen Kollegen Sabine Hess und Fırat Genç im Frühjahr und im Sommer 2016 in Izmir, in Istanbul, Ankara und Gaziantep durchgeführt habe. Die Forschung wurde im Rahmen eines Forschungsprojektes, das hieß De- und Restabilisierung des europäischen Grenzregimes, durchgeführt. Darum ging es darum, in drei verschiedenen Regionalteams nochmal anzuschauen, was ist passiert nach dem Sommer der Migration, wie haben die europäischen Staaten darauf reagiert und was ist wirklich auf der Route passiert, wie haben sich die verschiedenen Migrationsregime dort ausformatiert. Einer meiner Hauptforschungsorte dieses Jahr war Izmir und da halt innerstädtischer Stadtteil, der heißt Basmane, den ich eigentlich heute auch zum Ausgangspunkt der Forschung, also der Präsentation machen will. Wenn wir über Migration reden und über den großen Sommer der Migration und die vielen Menschen, die in Deutschland angekommen sind, wird das natürlich verblasst sehr, wenn man sich überlegt, wie viele Migranten in der Türkei momentan sind. Wir haben ungefähr 3 Millionen syrische Geflüchtete oder wenn nicht mehr, die halt sich momentan dort aufhalten. Zu diesen 3 Millionen kommen aber auch noch 600.000 andere Geflüchtete, beispielsweise aus dem südlichen Afrika, aus Afghanistan, Irak, die im Diskurs über die syrischen Geflüchteten meistens hintenüber fallen. Im Mittelpunkt unserer Forschung stand die Frage, welche Auswirkungen ganz konkret der EU-Türkei-Deal hat auf Politiken, auf Diskurse, Praktiken und die alltäglichen Realitäten der Migrantinnen. Es war eine ziemlich interessante Zeit, dass wir da waren. Es war direkt nach dem Inkrafttreten des EU-Türkei-Deals und es gab öffentliche große Debatten hinsichtlich möglicher Auswirkungen in der Türkei selbst, aber auch auf der Ebene der europäischen Institutionen und vor allen Dingen auf der Ebene der Migrantinnen. In den Diskussionen stand eigentlich immer eine Frage im Vordergrund: Wird er die Überfahrten stoppen oder nicht? Oder wann wird der Deal scheitern und wir können wieder weiterfahren? Das waren immer so die Hauptfragen, die immer wieder aufgeworfen worden sind. Mit Migration wird in der Regel immer Mobilität verbunden. Menschen überqueren Grenzen, durchqueren Länder, mehrere tausend von Kilometern. Die Alltagsrealitäten der Migranten, die wir oder die ich hauptsächlich in den letzten Jahren befragt habe, spiegeln aber nochmal eine andere Realität dessen wider. Da geht es nämlich hauptsächlich um Warten. Da geht es oft Warten auf den Schlepper, Warten auf Geld zur Weiterreise, Warten auf eine Aufenthaltserlaubnis oder eine Registrierung, Warten auf eine Anhörung, auf eine Zu- oder Absage oder Warten auf die Abschiebung im äußersten Nebenfall. Was unsere Forschung ebenfalls relativ klar nochmal gemacht hat, ist die Frage der Temporalität, das heißt, welche Nationalität zu welchem Zeitpunkt wo eine Grenze überschreiten möchte und wie halt Migrationsverläufe sind, ist immer sehr unterschiedlich. Ist man im Jahre 2015 über die Ägäis gegangen oder ist man
Anfang März hat man versucht, über die Ägäis weiterzukommen. Genau. Konkret möchte ich heute die Immobilitäten, nenne ich das mal, von syrischen Geflüchteten in Izmir in den Blick nehmen, die dort vordergründig erstmal festsitzen und sie dennoch an dem Wunsch des Weiterreisens festhalten und gleichzeitig aber sich vor Ort auch etablieren und damit sich auch an der lokalen Stadtproduktion beteiligen und versuchen, auf verschiedenen Ebenen oder mit verschiedenen Mitteln Rechte zu erwerben. Ach nee, doch, es geht ja. Okay, Izmir, an der türkischen Ägäisküste gelegen, in der Nähe zu verschiedenen griechischen Inseln, ist seit vielen Jahren eigentlich eine sogenannte Transit Hub für Migrantinnen, die ihre Reise nach Europa übers Meer antreten wollen. Ein Großteil der Migrantinnen finden wir hier in Basmane, im innerstädtischen Viertel, wo mittlerweile auch viele migrantische Geschäfte, Restaurants, Hotels und Internetcafés sich etabliert haben. Die Cafés hier sind berühmt, dass sie ein sehr etabliertes Netzwerk von Schmugglern und Reiseunternehmen beherbergen, die Migrantinnen benötigen, um nach Griechenland überzusetzen. Eine große Anzahl der Durchreisenden verbringt nur einen Tag, manchmal auch nur ein paar Stunden hier, bevor sie zu den Orten an der Küste aufbrechen, wie beispielsweise Bodrum, Dikili oder Chesme, von denen sie dann in Richtung griechische Inseln in See stechen. Während des Sommers der Migration im Jahr 2015 war ihre Zahl enorm hoch. Rund 850.000 Menschen, von ihnen die Hälfte Syrerinnen, überquerten von hier aus die Ägäis. Fast täglich kamen mehrere hunderte Menschen in der Stadt an. Weil die Hotels alle ausgebucht waren, haben die Menschen auch auf den Straßen und den Plätzen, in den Parks in Basmane kampiert. Die europäischen Staaten, wie wir wissen, reagierten mit, genau das ist Basmane von oben, regierten hiermit mit neuen Maßnahmen, um die Kontrolle über die Migrationsbewegung wieder zu erlangen. Ich möchte nicht im Detail auf die verschiedenen Abkommen und Maßnahmen eingehen, deshalb nur ein paar Eckpunkte zum sogenannten EU-Türkei-Deal, der am 18. März 2016 zwischen der EU und der Türkei beschlossen wurde. Der Deal erlaubt zunächst einmal, alle Migranten, die nach dem 20. März auf den griechischen Inseln angekommen sind, nach einem Schnellverfahren in die Türkei zurückzuschieben. Außer sie können nachweisen, dass die Türkei für sie kein sicherer Drittstaat ist. Nur Personen, die halt verlässliche Personen, also vulnerable persons, sind von diesem Verfahren ausgenommen und können ein individuelles Asylverfahren auf den Inseln erhalten. Des Weiteren sollte die Türkei ihre Grenzkontrollen in Richtung Europa verstärken und die Lebensbedingungen für syrische Geflüchtete im Land verbessern. Hierzu wollte die EU 6 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Im Gegenzug versprach die EU, bis zu 72.000 Syrerinnen aus der Türkei über ein Quotensystem aufzunehmen. Und zwar sollte für jede abgeschobene syrische Person eine syrische Person aus dem Lager, aus den türkischen Camps in die EU resettelt werden. Trotz der großen Erwartungen, die an den Deal gestellt wurden, wurde im Laufe des letzten Monats deutlich, dass auf mehreren Ebenen der Deal auch uneffektiv war. Bis Ende September wurden lediglich 1641 syrische Geflüchtete aus der Türkei in die EU gesettelt, da viele EU-Länder sich weigerten, diese aufzunehmen. Gleichzeitig wurden im selben Zeitraum nur 580 Migranten von den Inseln zurück abgeschoben in die Türkei. Was der Deal allerdings bewirkt hat, war ein starker Rückgang der Überfahrten in der Ägäis am Anfang, vor allen Dingen in den Anfangsmonaten. Allerdings ist es so, dass nach Juli die Zahlen wieder gestiegen sind. Im Monat August allein kamen bereits wieder 3.500 Migrantinnen auf den Inseln an. Der Deal, wie Sie sicherlich wissen, war von Anfang sehr fragil und sehr umstritten. Vor allen Dingen, weil der an die Tatsache gekoppelt war, dass der Türkei Visafreiheit für die EU versprochen worden war. Von Anfang an gab es auf Seiten von der EU, von liberalen Kräften, die sich halt gegen den stark autoritären Staat, sich formierenden Staat sich wendeten, bis hin zu islamophoben, populistischen Reaktionen gegen den Deal Einsprüche. Vor allen Dingen nach dem sogenannten Coup d'État 2016 und dem, was im Nachhinein gekommen ist, haben sehr viele EU-Politiker ganz offen verlautbart, dass sie nicht sehen, dass es eine Visa-Liberalisierung geben kann in diesem Jahr. Auf der anderen Seite hat der Staat,
Staatspräsident, das ist der Staatspräsident Erdogan, immer wieder gedroht halt, wenn die Visa-Liberalisierung nicht kommt, dass er den Deal platzen lassen wird. Das nur so. Zurück nach Basmane. Jenseits der durchreisenden Migranten gibt es eine nicht unbedeutende Anzahl Syrerinnen, die hier mittlerweile für längere oder kürzere Zeit leben. Im Mai 2016 zählten ungefähr 98.000 offiziell registrierte Syrerinnen in der Stadt. NGOs schätzen ihre Zahl allerdings auf 150, weil viele sich nicht registrieren konnten bisher oder aus bestimmten Gründen nicht registriert waren. Ein Großteil von ihnen wohnt in den vormals heruntergekommenen Stadtteil Basmane, der Rest ist über die Stadt verteilt. Unter ihnen trafen wir viele, die ursprünglich kamen, um weiterzureisen. Entweder kamen sie direkt aus Syrien, sie kamen aus anderen Städten der Türkei, also entweder von der syrischen Grenze, von Gaziantep oder aus Istanbul, oder sie kamen aus den Flüchtlingslagern im Libanon oder aus Ägypten. Sie waren häufig von türkischen Grenzern abgefangen worden, von Schmugglern sitzen gelassen worden oder ihr Boot war noch in türkischen Wässern in Seenot geraten oder sie waren von der türkischen Küstenwache gerettet worden. Einige von ihnen erzählten uns auch von Familienmitgliedern oder Bootsinsassen, die während der Überfahrt ertrunken waren. Und so ist eigentlich Trauma, Trauer, Hoffnung, Wünsche und Realismus und ein Erfolgswille einfach etwas, was sehr eng zusammenkommt in diesem Stadtteil, was auch immer im Alltag sehr präsent ist. Viele unserer Gesprächspartner und Interviewpartner fühlten sich in einem Limbo. So auch Maher, ein syrischer Journalist, der als Aktivist gegen das Assad-Regime fliehen musste. Mahers Frau Vera und die zwei Kinder verließen Syrien im November 2015 ohne ihn, da er nicht wusste, ob er das Land wieder verlassen kann. Im Bus sind sie erst nach Beirut, von Beirut nahmen sie einen Flug nach Istanbul. Hier suchten sie sich einen Schmuggler für die Reise von Izmir auf die griechischen Inseln und danach nach Deutschland. Für die ganze Reise zahlten sie 1.700 Dollar. Auch wenn sie sehr extrem anstrengend war und schwierig war, haben sie es in 12 Tagen geschafft bis nach Deutschland. Als Maher dann die Grenze im Frühjahr 2016 in die Türkei überquerte, war es bereits viel teurer und viel schwieriger. Da er vom Assad-Regime gesucht und mittlerweile seit dem 8. Januar auf Druck der EU Syrerinnen ein Visum beantragen mussten, um in die Türkei zu kommen, musste er über Land clandestin in die Türkei einreisen. Zudem war es aus bestimmten Auseinandersetzungen an der Grenze seit 2015 die Landgrenze zwischen Syrien und der Türkei geschlossen oder faktisch geschlossen und es war einfach überhaupt nicht mehr einfach, diese Grenze zu überqueren. So musste er allein nur, um von Syrien in die Türkei zu kommen, 1.600 Dollar zahlen. Das nur nochmal so im Vergleich von Mobilität und was das eigentlich ausmacht. Kurz nach seiner Ankunft in Izmir trat der EU-Türkei-Deal ein und die Überfahrten nahmen extrem ab. Und Moha fühlte sich eigentlich steckend. Er hatte eigentlich sein letztes Geld dafür ausgegeben, überhaupt, um nach Izmir zu kommen. Aber mehr noch schien es keinen Sinn zu machen, jetzt auf eine griechische Insel überzusetzen und dann nicht zu wissen, wohin und wie die Reise halt enden würde. Auch wenn seine Frau und seine Kinder in Deutschland als Asylsuchende sind, kann er keine Familienzusammenführung für Deutschland beantragen, da er keinen Pass mehr besitzt und als Regimegegner die syrische Botschaft ihm auch keinen ausstellen wird. So war er einer von den vielen Warteten, die auf ihre Chance warten, um halt clandestin wieder weiterzukommen. Die Geschichte von Maher ist eigentlich kein individuelles Schicksal, sondern eher sehr repräsentativ für viele der geflüchteten Migranten in Izmir. Syrische Geflüchtete können zwar seit einem Jahr im sogenannten Temporary Protection Status sich registrieren lassen, das heißt, sie haben Zugang zum Gesundheitswesen, offiziell auch eine Arbeitserlaubnis sowie Zugang zur Bildung. Allerdings ist ihr Status nur temporär. Auch sind sie von der Möglichkeit, einen permanenten Aufenthaltstitel über ihre Arbeit zu erwerben, ausgeschlossen und somit abhängig von politischen Entscheidungen der türkischen Regierung. Das heißt, wenn die Regierung übermorgen beschließen würde, die Syrer müssen zurückgehen, dann sind sie plötzlich clandestin im Land. Die Arbeitsbedingungen. Die Arbeitsbedingungen vor Ort sind häufig schlecht, vor allen Dingen Frauen erzählten oft von extrem schlechter Bezahlung sowie sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Viele Kinder, die offiziell eine Schule besuchen dürfen, arbeiten, da sie die Familie mit finanziell unterstützen müssen.
Trotzdem, während des Wartens etablieren sich Geflüchtete Schritt für Schritt vor Ort, suchen und finden Arbeit entweder in der ansässigen Schuh- und Bekleidungsmanufakturen, in Restaurants, einige auch bei türkischen und internationalen Hilfsorganisationen. Andere wiederum eröffnen Geschäfte, Restaurants und das Friseurläden in dem vormals fast verfallenen Einkaufsstraße Basmanes, die wir hier sehen, die dank der letzten Migrationswelle relativ neu belebt worden ist und auch prosperierend wieder ist. Allerdings ist die Fluktuation im Viertel so groß, dass viele, wenn sich die Gelegenheit ergibt, die erworbenen Sitztümer, manchmal auch Geschäfte, wieder verkaufen und ihre Reiseroute weiterverfolgen. So auch die Syrerinnen Yusuf und Mariam, die ich im Mai kennengelernt habe. Ursprünglich kamen sie im Sommer 2015 aus Ägypten mit ihren zwei Kindern, um nach Griechenland weiterzureisen, um dort von Izmir aus weiterzusetzen. Sie erzählten, wie sie zweimal die Wohnung und Jobaufgaben, Einrichtungen verkauft und nach Scheitern wiedergekommen sind und von vorne begonnen haben. Ob sie einen neuen Versuch wagen, wussten sie nicht. Stattdessen überlegte Yusuf, ein eigenes Restaurant zu eröffnen. Dafür hat er einen Kredit vom Onkel aus der Damaskus bekommen. Maher versuchte sich während seiner Wartezeit ebenso zu etablieren und begann zusammen mit einer Freundin, einer palästinensisch-syrischen Bekannten, sich migrationspolitisch in einem Social Center in Basmanes zu betätigen. Im Spätsommer 2016 starteten beide für eine internationale NGO in Izmir zu arbeiten. Auch für sie war es dennoch der Wunsch der Weiterreise nicht ad acta gelegt. Der neue Job wurde eher als eine Möglichkeitserweiterung für die Weiterreise gesehen. In allen Gesprächen und Interviews wurde der große Stellenwert der freundschaftlichen, politischen oder Familiennetzwerke, die mittlerweile über den ganzen Mittleren Osten oder halt auch über Europa verteilt sind, immer wieder hervorgehoben. Sei es psychologisch oder auf monetärer Ebene, wie Yusuf, der halt das Geld fürs Restaurant vom Onkel aus Damaskus sich leiht, oder aber auch auf einer Ebene von politischem Aktivismus, wie Maher, der mit seinen Freunden in Berlin und im Libanon halt ein neues Internet-Journal gründen möchte, wo er halt auch politisch über die Migration schreiben möchte. Obwohl, wie geschrieben, die Immobilität nach dem Deal stark zugenommen hat, gab es immer wieder Interviewpartnerinnen, die wir vor Ort getroffen haben, die sich später aus Griechenland, aus Italien, Paris oder Deutschland bei mir gemeldet haben. Das macht einfach nochmal deutlich, dass die Migrationskontrolle die Migration eigentlich nicht unterbindet, sondern verlangsamt. Wie wir es im Fall von Maher sehen, der immer noch weiterhin auf eine Chance der clandestinen Einreise nach Deutschland wartet, um seine Familie zu treffen. Mahers Beispiel verdeutlicht ebenso, wie unterschiedliche Mobilitätsbewegungen verlaufen, bedingt durch nationale und internationale Politiken und Zeitraum und Zeitpunkt der Reise. Auch wenn für die meisten der Gesprächspartner Izmir keine wirkliche Perspektive ist und das aufgrund des unsicheren rechtlichen Status, entfalten sie dennoch verschiedene Strategien und Praktiken zur wachsenden Verankerung im urbanen Alltag des Transits. Dieser wird unterstützt durch lokale wie auch transnationale Vernetzungen. Basmane, ein vormals verlassenes Quartier, ist über durchreisende und bleibende Migrantinnen in den vergangenen Jahren wiederbelebt worden und hat somit sowohl teilweise die ökonomische Situation der Migrantinnen im sogenannten Transit verbessert, wie auch hat sich dieser Ort selbst grundlegend mit verändert. Und als ich im Sommer 2016 da war, konnte man eher sagen, das war der angesagte neue Ort, wo die neuen Cafés und die neuen Studentencafés aufgemacht haben. Also am Anfang der Gentrifizierung, könnte man eigentlich sagen. Okay, in Anlehnung an die Diskussion der Urban Citizenship könnte man solche Aneignungsprozesse, so wie auch die migrantische Selbstorganisierung als Streben oder gar als Kämpfe um Citizenship Rights sehen. Wie auch immer, die momentane gesellschaftliche und politische Situation in der Türkei sowie die fehlende rechtliche Perspektive lässt immer noch viele vor Ort auf eine Weiterreise hoffen, mit dem Ziel, in einem anderen Land einen verfestigteren, rechtlicheren Status zu erhalten. Diese Flucht kann man dann natürlich auch wieder einen Streben oder einen Kampf um Citizenship-Rechte halt einfach bewerten.
Okay. Sollte man in 20 Minuten halten. Du hast eben den Begriff Urban Citizenship genannt. Citizenship ist erstmal so eine Vorstellung, ob jetzt national oder städtisch, die als eine Sesshaft, also von der Sesshaftigkeit aus gedacht wird. Ankommen und da bleiben. Kannst du vielleicht ganz kurz nochmal sagen, wie genau du Mobilität mit Urban Citizenship zusammendenkst? Also ich würde das in dem Fall nochmal zusammendenken, dass ich denke, dass eine Stadt oder Produktion einer Stadt nicht immer nur lokal in der Stadt verortet sein kann, sondern eigentlich auch immer über Netzwerke in anderen Städten mitproduziert wird. Das heißt, wenn ich beispielsweise Izmir, Basmane anschaue, ist relativ wichtig, was halt auch in Berlin passiert oder was in Damaskus passiert oder was sonst passiert. Das sind ja Einflüsse, das sind Geldflüsse, das sind Informationsflüsse, die natürlich da auch immer wieder mit reinspielen. Und ich glaube, der Ort an sich ist oft auch gar nicht mehr so als lokaler Ort wichtig. Okay, kommen wir gleich drauf zurück. Ich übergebe jetzt erstmal das Wort an Michael Gieselmeier, den ich kurz vorstellen möchte. Michael Gieselmeier ist Künstler, Kurator und Architekt aus Wien, der in meiner Wahrnehmung in engem Austausch mit kulturwissenschaftlicher Stadtforschung arbeitet. Er kooperiert mit Michael Zinganell, ebenfalls Architekt, in zahlreichen Projekten. Seit einigen Jahren behandelt er immer wieder Fragen nach transnationaler Mobilität, Migration und Tourismus und deren Auswirkungen unter anderem, wenn ich es richtig eigentlich verstehe, auf Architektur und Meer und Stadt, Städtebau und urbanes Leben. Die Formate, in denen Michael Gieselmeier die Ergebnisse der Forschung präsentiert und zur Diskussion stellt, sind Ausstellungen und Installationen, aber auch Workshops und Interventionen. Das Forschungsprojekt Stop and Go, Nodes of Transformation and Transition, das er hier vorstellen wird, wurde gerade in Wien ausgestellt und wartet auf einen nächsten Präsentationsort. Vielleicht, weiß ich nicht. Ist mobil, möglicherweise. Mobilität wird hier auf die Ausbildung von Knotenpunkten und Hubs befragt und im Norden und Süden Europas nachverfolgt. Der Titel seines Vortrags ist Korridore nach Wien, postsozialistische Transformationen an den Wiener internationalen Busbahnhöfen. Ja, vielen Dank für die nette Einführung und auch für die nette Einladung, also auch im Namen meines Kollegen Kjell Zingenels. Ich möchte heute sozusagen unsere schwerpunktmäßig das vorher noch ein bisschen aufmachen. Generell unser laufendes Forschungsprojekt Stop and Go Nodes of Transformation and Transition vorstellen, um dann sozusagen am Ende reinzuzoomen auf eben diese Case Study zu den Busbahnhöfen, an denen man oder wir versucht haben, sozusagen auch ganz direkt diese Transformationen, die in den letzten 25 Jahren geschehen sind, festzumachen. Ganz kurz vorneweg zum Thema des heutigen Abends mit Mobilität und Bleiben. Ist es so, dass es natürlich zum Bleiben erstmal ein Ankommen braucht, ne, und entweder womöglich dann auch wieder ein Abfahren, und um später wiederzukommen. Und das heißt, kurze Vorgeschichte, wir haben uns schon seit einer Weile mit Mobilität und Migration beschäftigt. Und technisches Problem. Okay. Mobilität beschäftigt, und zum einen haben wir damit begonnen, beispielsweise mit einem Auftrag für einen Beitrag für Shrinking Cities 2005, wo es darum ging, sozusagen sich auseinanderzusetzen mit der Abwanderung von Menschen und dem Leerstand in der Region, in der Region in Ostdeutschland, und was denn damit passiert mit dieser leerstehenden Infrastruktur. Und damals gab es auch das Phänomen, dass Leute aus Ostdeutschland dann in Tiroler Tourismusbetrieben Arbeit gefunden haben, vermittelt dann auch mit Vermittlungsagenturen, und das sich sozusagen dann dahingehend äußerte, dass sozusagen über eine gewisse Zeit lang es regen Austausch gab und Leute dann natürlich auch dann dort geblieben sind. Als weiteres wichtiges oder zentrales Projekt möchte ich nur ganz kurz zeigen,
als Einstieg ein Projekt, das wir 2007 gemacht haben, das im Prinzip so ein Vorläufer war dafür, für die Arbeiten, die wir in Stop & Go dann versucht haben weiterzutreiben, war ein Beitrag für das Festival Regionen, Fünftägig in Sackgassen, wo wir uns mit einer Region, die sehr stark von Transit geprägt war, auseinandergesetzt haben und damit mit einem Knotenpunkt einer Raststätte. Und an dieser Raststätte halten natürlich eine Vielzahl von unterschiedlichen Akteuren. Was wir dann versucht haben darzustellen in Form einer Wegenetzinstallation, die wir auf dem Parkplatz der Raststätte platziert haben. Und wo wir dann über angebrachte Lautsprecher, sozusagen so Mobilitätsbiografien von die Raststätte passierenden, aber auch Angekommene an der Raststätte sozusagen wiedergegeben haben. Also darunter ist beispielsweise, man sieht ja ganz groß Mannheim, Istanbul, der Weg einer deutsch-türkischen Gastarbeiterfamilie, die zyklisch an der Raststätte hält. Und wo es sozusagen dann auch noch andere Leute gibt, die diese Raststätte frequentieren und damit einen sehr identitätsstiftenden Ort daraus machen und auch Angekommene, wie beispielsweise, hier sieht man Banja, das deutet hin auf Banja Luka, einer Frau, die auf der Raststätte arbeitet und sozusagen geflüchtet ist im Zuge der Desintegrationskriege in Jugoslawien und dort auf der Raststätte dann als Kellnerin arbeitet und ihre Familie noch nachgezogen ist. Ein weiteres Projekt, das ich ganz kurz nur anreißen möchte, um sozusagen so diesen Weg hinzuleiten auf unser laufendes Projekt, ist dieses Projekt Crossing Munich, Orte, Bilder und Debatten in der Migration. Gemeinsam mit Sabine Hessler, Nathalie Bayer, Andrea Engel und vielen anderen natürlich, also es war ein Projekt an der LMU München, das zum Thema hatte, also so Orte des Ankommens und Bleibens in der Stadt München und welche Orte denn für unterschiedliche Zugwanderergruppen immer wichtiger wurden. Also darunter war natürlich dieses Bild, das sich ganz stark ins kollektive Gedächtnis der Stadtbewohnerinnen und Bewohnerinnen eingeschrieben hat, vom Ankommen der Arbeitsmigranten, also der Gastarbeiteranwerbegeschichten auf einem gewissen Gleis, dem Gleis 9 im Fall von München, dann auch sozusagen als von unterschiedlichen Stadtvierteln, wo die Leute als ersten Anker irgendwie angekommen sind und gewohnt haben und sich sozusagen ihre Treffpunkte eingerichtet haben, aber auch dann von migrantischer Selbstorganisation in Form von Gewerkschaften. Und die Ausstellungsbeiträge basierten dann sozusagen auf Feldforschungen von Studierenden der europäischen Ethnologie zu unterschiedlichen Themenkomplexen und die haben wir dann sozusagen, unsere Rolle war es, diese Leute zusammenzuspannen mit Künstler, Künstlerinnen und dann gemeinsam einen Ausstellungsbeitrag jeweils zu entwickeln und die dann in der Rathausgalerie so mitten im Zentrum, im Verwaltungszentrum von München zu zeigen. Jetzt zum laufenden Forschungsprojekt, das wir seit 3 Jahren in der glücklichen Lage sind, das zu betreiben und leider schon mit Ende des Jahres ausläuft. Dabei fokussieren wir auf die Transformationen von Knotenpunkten entlang der sogenannten paneuropäischen Verkehrskorridore. Also das sind zum einen mit Knoten meinen wir Raststätten, wie schon eingangs gezeigt, diese Exit St. Pankras-Installation oder Situation, von Lkw-Stops, Logistikarealen, Busbahnhöfen, Fährhäfen, informellen und formalisierten Märkten etc. Wir betreiben das Projekt auch sozusagen gemeinsam mit unseren Forschungspartnern, die hier genannt sind, Emilia Karaboeva, eine Anthropologin aus Sofia und den Tarmo Pikner, einen Humangeografen aus Tallinn. Und wir haben im Prinzip das Projekt eingereicht, weil wir so irgendwie ein bisschen unglücklich waren mit unseren Erfahrungen aus den Vorprojekten und vieles nicht umsetzen konnten aufgrund zeitlicher und ökonomischer Ressourcen. Und außerdem wollten wir in diesem Projekt weitergehen und sozusagen nicht nur einen Knoten uns herausnehmen, so ein Knoten in einem Netzwerk, im Netzwerk mit anderen Knoten zusammenhängt, sondern im Prinzip ein größeres Netzwerk von mehreren Knoten untersuchen. Wir haben dann anfangs einen sehr ambitionierten räumlichen Ausschnitt gewählt, also im Prinzip drei Eckpunkte definiert, zwischen einerseits, an denen wir schwerpunktmäßig Case Studies dann letztendlich gemacht haben. Also einerseits Wien und dem Ort, wo wir sind, und andererseits Tallinn und Ruse oder in Bulgarien, wo dann im Prinzip unsere Forschungspartner
vertiefende Case Studies gemacht haben. Und dieses Dreieckspann ist irgendwie einerseits absichtlich gewählt, weil es sozusagen so einen Raum aufspannt, der dann, in dem dann sich weitere Knotenpunkte aufmachen und wir dann auch auf Indizien dachten, wir stoßen würden, die dann sozusagen diese postsozialistischen Transformationen entlang der Routen und der Knoten besser verdeutlichen. Und wie wir alles wissen, hat man sich in dieser Region, in der Neuorientierung von Routen, in den letzten 25 Jahren extrem viel getan, nach dem Kollaps des Kommunismus. Und die Frage war, wie wir sozusagen uns selber auch einschreiben oder beziehungsweise überhaupt auf den Rücken bewegen können. Also wenn es darum geht, wenn man was vom Raum erfahren möchte, geht es auch darum, wie man sich denn fortbewegt, beziehungsweise ob denn eine Assimilierung, wenn man so will, in das Feld gelingt. Und unsere Intention war, dass wir einerseits möglichst viel selber fahren und dadurch überhaupt Zugang zu diesen neuralgischen Punkten bekommen und haben uns dazu einen gebrauchten Vortransit-Transporter zugelegt, also einen Transporter, wie viele fahrende Händler eigentlich, die unterwegs sind zwischen Ost und West, fahren und der sozusagen gleich selbst schon mal, wenn man angehalten wird, Gesprächsklingel ist für sozusagen in Gesprächen mit potenziellen Interviewpartner, Partnerinnen. Und wir haben diesen Bus dann auch ausgestattet als sozusagen als mobiles Laboratorium, also als eine Art Werkzeugkoffer und Vehikel, und der uns dieses einerseits selbst weitergebracht hat und andererseits auch bedient hat für Präsentationen an den Knotenpunkten selbst. Denn im Laderaum dieses Autos, also hier sieht man so in dieser Comiczeichnung ganz gut, vereinfacht dargestellt, also wie wir im Prinzip unser Vehikel packen, mit Übersetzungen unserer Recherchen, mit großen Kartografien, mit Artefakten, aber auch Arbeiten von anderen Künstler, Künstlerinnen und sowie auch einem Handapparat zum Thema, den wir dann fallweise vor Ort in den jeweiligen Knoten und bei den Interviews ausgeklappt haben. Hier sieht man so ein Foto in der Warteschlange und in der LKW-Spur an der serbisch-bulgarischen Grenze. Eigentlich ein Gespann, denn der Bus zieht außerdem diesen Anhänger. Und der Anhänger ist im Prinzip besteht aus dem günstigsten, nur möglichst günstigsten erwerbaren Bootsanhänger, den wir als mobiles Display umgebaut haben, um darauf dann in situ, also dann vor Ort bei den Interviews oder episodischen Interviews mit Leuten vor Ort, dann diesen als Zeichenbord zu nutzen, denn an diesen Anhänger kann man so weiße Hartfaserplatten anflanschen, wo man dann live drauf zeichnen kann, und wir haben da Kartografieübungen gemacht, und hier ist es beispielsweise im Einsatz am ethnisch-russischen Markt in Tallinn, wo wir Interviews mit Kunden, Kundinnen und Verkäuferinnen am Markt gemacht haben. Hier ein kleines Zoom in eines dieser Zeichnungen, die sozusagen dann sehr stark auch comichafte Elemente haben, die aber ganz gut funktionieren mit dem Austausch, wenn es darum geht, mit Leuten zu interagieren und ihre Mobilitätsbiografien sozusagen zu integrieren und sich gegenseitig wechselweise zu spiegeln. Und wenn man so will, ist diese Comicsprache ja auch sehr stark, hilft natürlich auch im Sprachbarrieren zu überwinden, also auch im Sinn von einer otoneuratschen visuellen Sprache der Isotypie, wenn man so will. Und in dem Fall haben wir sozusagen diese Karte auch angereichert, nachträglich mit Audiospuren oder ergänzt, worüber dann auch diese nacherzählten Mobilitätsbiografien unserer Gesprächspartnerinnen zu hören waren. Ein anderer oder weiterer Zugang oder Methode, um sozusagen an Wissen dieser mobilen Subjekte zu kommen, waren bewusste Interventionen an den Knotenpunkten. Hier beispielsweise im öffentlichen Raum eine Wegenetzinstallation, die wir gebaut haben am Terminal in Tallinn, am Fährterminal. Das ist auch wieder so ein wichtiger Schwellenort natürlich für transnationale oder internationale Migration oder auch einfach Pendeln ist. Diese Installation ist in dem Fall nicht das Endprodukt, sondern eher mehr auch wieder als Trigger für Gespräche gedacht. Denn wir haben absichtlich sehr, sehr langsam gebaut daran. Dieses Wegenetz repräsentiert ähnlich wie in der eingangs gezeigten Installation auch wieder Wege von unterschiedlichen Akteuren, die sozusagen damit über eigene Mobilitätsbiografien einen gewissen Raumausschnitt beschreiben. Und wir haben diese Installation absichtlich sehr langsam gebaut, um sozusagen dann absichtlich ins Gespräch zu kommen mit Menschen vor Ort
und auch es uns dadurch auch möglich war, dann sozusagen diese Vorgänge am Ort noch näher zu beobachten. Und das ein kurzes Bild von dem, von dieser Installation am Hafen, wo auch unser Anhänger, also das ist in dem Fall ganz praktisch gewesen, weil da hat man sofort keinen argumentativen Notstand, weil das kein Bauwerk sozusagen ist, sondern die Installation selbst mobil ist, weil es auf dem Anhänger steht und sofort sozusagen dann auch theoretisch zumindest weggefahren werden könnte. Und als vierter methodischer Kern, wenn man so will, unseres Projektes war, dass wir auch im Laderaum unseres Ford Transits, dessen Name ja sozusagen auch in gewisser Weise Programm war, wir auch Bestandteile mitgeführt haben von den Objekten, Artefakten und Übersetzungen und eben auch künstlerischen Arbeiten anderen zu unterschiedlichen Themen. Und immer wenn wir sozusagen vor Ort Settings für Workshops oder kleinere Ausstellungen an diesen Knoten gebaut haben, haben wir das aus dem Auto ausgepackt und neu inszeniert, reinstalliert. Und also das waren sozusagen nicht nur, es waren unter anderem einerseits auch akademische Workshops in allen möglichen Räumen, an Unis, an Kunst, in Kunsträumen oder kunstnahen Räumen, aber auch wirklich Installationen vor Ort, an, wie zum Beispiel, was das nächste Foto zeigt, in einer LKW-Fahrerkantine eines ehemaligen Monopoltransportunternehmens Somat in Bulgarien. Und zudem konkret eigentlich unsere Forschungspartnerin Emilia Karabojeva geforscht hat und sozusagen über die Rolle der Lkw-Fahrer. Und es gab natürlich dann noch vor Ort diese Lkw-Fahrer, die nach wie vor noch diese Kantine frequentieren und die sehr, sehr angefixt waren, ziemlich schnell noch mehr Material beizustellen und zu bringen. Als Fokus jetzt, der noch viel mehr eingehen soll auch auf das heutige Thema, nämlich sozusagen auch auf dieses Kommenden und Bleiben und wie denn Migration statt produziert, möchte ich unsere Case Study zu Wien zeigen oder einen Ausschnitt davon präsentieren, also über diese postsozialistische Transformationen an den Wiener internationalen Busbahnhöfen, die man ganz gut daran ablesen kann, weil man sich Busbahnhöfe wie generell Hubs und Terminals ja vorstellen kann als Knoten in Netzwerken, die wieder, wie schon Gerda gemeint hat, also auch natürlich stadtproduziert wird mit Einflüssen andernorts. Und Wien hat sozusagen so eine ganz spezielle Geschichte der Busbahnhöfe. Das sind natürlich Orte des Ankommens, worüber sich Migrationsgeschichte sehr gut nachzeichnen lässt. Und sie werden für alle jene, die dann bleiben, wichtige Anker im multilokalen Leben zwischen der, wenn man so will, alten und neuen Heimat. Hier eine kurze Karte, die man vielleicht ganz kurz nur so sich merken kann. Das sind die drei Stationen von Wiener, von der internationalen Busbahnhöfe. Mit Nummer 1 ist markiert der erste Busbahnhof, der ziemlich zentrumsnah noch gelegen war. Dann wurde der sozusagen ein neuer aufgemacht, aufgrund von Ereignissen, die ich sofort noch beschreiben werde, am Wiener Südbahnhof, das ist der Nummer 2, und dann wandert er sozusagen erst Mitte der 2000er Jahre noch ein bisschen weiter an die Peripherie. 1962 eröffnete in Wien ein sehr zentral gelegener Busterminal, der Bahnhof Wien-Landstraße, der direkt am Ring, also an der Ringstraße vor, wenn man sich ganz kurz noch erinnern kann, dieser Punkt 1, und direkt in sehr prominenter Lage am Stadtpark gelegen ist. Und Buswagen galt damals als sehr modern und die Busse wurden von einem sehr breiten Spektrum an sozialen Akteuren genutzt. Und Teil der sehr multifunktionalen Immobilie war neben dem Busbahnhof auch der Bahnhof, also über den Gleisanlagen der Busbahnhof errichtet worden ist, ein Einkaufszentrum, eine Markthalle und beispielsweise auch ein Parkhaus und Büros. Also es war so richtig bewusst gestaltet und platziert in der Stadt mit einer richtigen Wartehalle und richtigen Schaltergebäude und Bussteigen. Später dann oder auch noch während der 1960er Jahre kommt es zu einem wichtigen Ereignis, nämlich dass bekannterweise in Deutschland, aber auch in Österreich die sogenannte Gastarbeiter zuerst aus der Türkei und später dann auch aus Jugoslawien angeworben worden sind. Also für Österreich eigentlich
signifikant in größerer Zahl Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Und die haben dann, sind zuerst so, sozusagen so ähnlich wie im Münchner Projekt beschrieben, zuerst die ersten Leute mit Sonderzügen eingefahren und sehr medienwirksam, aber dann sozusagen, wie der Alltag eingekehrt ist, haben sich immer mehr Leute, die natürlich nur temporäre Arbeitsverträge hatten anfangs, selbst organisiert und haben, es wurden dann so Buslinien gegründet, die ihnen das Pendeln zwischen der Türkei oder den Regionen des ehemaligen Jugoslawiens ermöglicht haben. Das führte dazu, dass diese Busse irgendwo im Stadtgebiet losgefahren sind, vor relativ kleinen Reiseagenturen. Diese Ansammlung von Menschen oder Passagieren, die auf den Bus warteten oder ausgestiegen sind, oder Bus ist ja gleichzeitig auch so ein Gefäß für alle möglichen Sachen, die man mittransportiert und man ist ja nicht nur allein, sondern das ist wirklich so ein richtiges Transportmittel für Güter aller Art. Das hat dann sozusagen auch die Nachbarschaften sehr zu stören begonnen und daraufhin hat die Stadtverwaltung in den 60er Jahren beschlossen, den Busbahnhof oder diese Busse am Südbahnhof zu bündeln. Und an der Ostflanke des Südbahnhofs, der hier gleich noch markiert ist, wurde ein improvisierter Terminal eingerichtet. Was heißt, es wurde einfach nur ein Platz geschaffen und ein paar Schilder aufgestellt. Und die Nutzerinnen des Busterminals haben die Infrastruktur des Bahnhofs quasi mitgenutzt, Toiletten, Warteräume, Geschäfte. Und der Südbahnhof wurde sozusagen dann auch sehr, sehr wichtig für die Zuwanderer, als sozusagen auch als eine Art Dorfplatz. Später dann, unmittelbar nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, gab es ein sehr, sehr spezielles Phänomen, dass nämlich sehr viele unmittelbar nach der Ostöffnung viele Einkaufstouristen, Touristinnen nach Wien kamen und da sogar sozusagen neue Busparkplätze temporär eröffnet wurden. Zum Beispiel der sogenannte Ostbusparkplatz, der sich schnell als Markt etabliert. Und als wichtiger Meilenstein, mehr oder weniger auch noch, was noch so einen Boom oder Boost dem internationalen Busverkehr gebracht hat, waren der Zerfall Jugoslawiens und die Kriegshandlungen, was zur Folge hatte, dass sehr viele Flüchtlinge natürlich nach Österreich kamen und diese vorwiegend Autobusse benutzt haben und dann natürlich zusätzlich zu den sogenannten Gastarbeitern, die schon hier waren, das natürlich zu einer extremen Steigerung des Verkehrs geführt hat, weil natürlich auch diese offizielle und große Infrastruktur, auch die Bahninfrastruktur, sehr in Mitleidenschaft oder wenn nicht sogar zerstört gewesen ist in Jugoslawien, aber ehemaligen Jugoslawien. Und was man hier sehr gut sieht, ist die aktuelle Busnetzwerkspinne ab Wien, die sozusagen sich sehr verdichtet bzw. sehr, sehr viele Destinationen aufmacht, gerade in den Nachfolgestaaten Jugoslawiens. Man kann sich vorstellen, dass sozusagen diese Busgesellschaften, wenn ein Staat zerfällt, es plötzlich mehrere kleinere Staaten gibt, die Leute zwar am selben Punkt abfahren, aber in Bosnien nie und nimmer in einer gewissen Zeit lang zumindest mit einem Serben oder einer Serbin im gleichen Bus sitzen möchte, auch wenn sie am selben Ort in Wien urban abfahren. Es hat dann dazu geführt, dass der Busbahnhof in Wien, am Wien-Südbahnhof, das in den 2000er Jahren, also ein schneller Sprung, sehr weiter noch in die Gegenwart, dann reorganisiert bzw. neu entwickelt werden sollte. Also dieser ganze Südbahnhof-Areal ist wegen sehr vielen mitteleuropäischen Städten einfach abgerissen worden und ein neues Immobilienprojekt aufgezogen worden mit dem sogenannten Hauptbahnhof. Und der Busbahnhof musste dann von dort weichen, weil sozusagen Busfahren über diese Jahre hinweg von Bus als Verkehrsmittel der Zuwanderer in Österreich zu einer Art Reputationsverlust geführt hat und die Stadtverwaltung einfach partout nicht bereit war, einen Busbahnhof oder einen Platz für einen Busbahnhof in zentraler Lage zur Verfügung zu stellen. Und das federführende Unternehmen, das damals auch schon mit diesem Busbahnhof, Südbahnhof gemanagt hat, hat sich dann einen möglichst hässlichen Ort gesucht, um dort nicht vertrieben zu werden. Das ist der sogenannte, auch noch aktuell aktive Busbahnhof in Erdberg und an dem heute noch sozusagen alle Busse ankommen und analog zu den sukzessiven EU-Beitritten der Oststaaten und Ratifizierung der Schengener Abkommen
und neuen Arbeitsfreizügigkeitsabkommen, Quotenregelungen oder im Fall der Beschränkungen in der Niederlassungsfreiheit etablierten sich sozusagen noch immer noch Airbus-Routen. Und hier noch ein kurzes Foto von dieser Situation unter dieser Verkehrsachse unter der Brücke. Und die aber dann doch zeigt, dass der Busbahnhof einerseits auf dem Foto wirkte wie ein sehr, wie soll man sagen, sehr, sehr gesichtsloser Lichtort, aber durch diese sozialen Bezüge und Beziehungen unter den Akteuren oder den Passagieren ist er sozusagen sehr, sehr ein wichtiger Ort geworden, auch als sozialer Treffpunkt und auch in der sozusagen Erinnerung der Zuwanderer. Und als Letztes möchte ich sozusagen auch nochmal, das Ganze könnte man jetzt noch weiter treiben und öffnen, denn in der letzten Ausstellung, die wir zusammengestellt haben, sozusagen als Abschluss unseres Projektes, haben wir den Busbahnhof in Erdberg dann wieder zum Ausgang genommen, um noch eine andere Räume aufzumachen, nämlich diesen Transitraum in Richtung österreich-ungarischer Grenze. Denn auch für unser Projekt ist dann sozusagen mittendrin dieser letzte Sommer sehr, sehr plötzlich gekommen, also wie sozusagen sehr viele Flüchtlinge angekommen sind und wo wir uns dann auch noch damit auseinandergesetzt haben, wie denn dieser Grenzübergang in Mickelsdorf, wo diese Warnweste hängt, da gibt es eine Zeichnung davon, denn ganz schnell umgenutzt wurde, also dieser leerstehende Grenzübergang und dann bereitgestanden ist zur Notversorgung dieser Flüchtlinge. Also wo wir uns sozusagen auch sehr stark damit beschäftigt haben, wie denn es ganz schnell mit so temporären Architekturen gelingt, so eine große Ansammlung von Menschen überhaupt unterzubringen und erst zu versorgen. Danke. Kommst du auch mit an den Tisch, damit wir in eine gemeinsame Diskussion starten können? Eine kurze Überleitungsfrage zur Erklärung, Michael, wie ist Tallinn in dieses Netzwerk von Migration und Flucht eingebunden, das wir ja vor allem auf dem Mittelmeerraum und die weiter südlichen und östlichen liegenden Länder eigentlich beziehen oder die Migration von da her kommend sehen und vielleicht gar nicht bis Tallinn oder im baltischen Raum nachverfolgen. Kannst du das kurz erklären, wie Tallinn da ins Spiel kommt? Tallinn kommt ins Spiel, weil wir uns im Projekt sozusagen nicht nur mit Migration auseinandergesetzt haben oder auch nicht nur mit der letzten Migrationswelle, sondern auch mit unterschiedlichen Mobilitätsbewegungen, die es aufgrund von natürlich sozusagen auch aufgrund von Ungleichheiten von Preis- und Lohngefällen gibt. In Tallinn war es vielmehr der Schwerpunkt nicht so sehr auf Flucht und Migration, sondern eher mehr auf die zentrale Case Study für Tallinn. Tallinn ist eigentlich diese Beziehung des Fährhafens, der sehr urban und zentrumsnah liegt, der dann Verbindungen nach Helsinki oder Finnland aufmacht und wo es sozusagen ein großes Gefälle von Einkommen und Preis gibt und das viele Leute auf den Weg schickt. Natürlich kommen, also wie wir auch gelernt haben während der Zeit, also wie sozusagen diese große Flüchtlingswelle begonnen hat, waren wir gerade unterwegs im baltischen Raum und haben irgendwie dann auch nachher noch gemerkt, dass diese Länder sich ja schon sehr wehren, überhaupt Flüchtlinge aufzunehmen und beziehungsweise nur sehr, sehr wenige auch dann tatsächlich genommen haben. Beziehungsweise es ist auch so aus unserer Erfahrung mit Mickelsdorf ganz spannend gewesen, dass und auch aus Erfahrung Mickelsdorf und Interviews mit Leuten, die sozusagen diese Notversorgungsstationen gemanagt haben, dass sie ganz verwundert waren, dass die Leute, die Flüchtlinge eigentlich nur nichts wie durch wollten. Also dass sie gar nichts mitbekommen haben, wie gut sie denn in Österreich unterkommen könnten. Ne? Die wollten einfach alle nur nach Deutschland und die Hilfsorganisationen und staatlichen Organisationen haben im Prinzip nichts anderes getan, in der ersten Phase zumindest, wie das möglichst schnell zu ermöglichen. Das ist eine Frage, die wir vorhin unter uns auch schon mal kurz angesprochen haben, die ja unter anderem mit dieser Grafik zu tun hat, welches Wissen über Verfahren, national ausgeformte Verfahren, wie jetzt hier das Asylverfahren, ist eigentlich an den Orten des Transits vorhanden und wirkt wie möglicherweise Vektoren, ist so ein Wort, das man dann vielleicht in Verbindung bringen könnte, aber einfach als entscheidende Informationen, um bestimmte Richtungen auch aufzunehmen, unabhängig davon, wie
nicht unabhängig, aber in Abgleich damit, wie gefährlich, wie offen, wie lang eine Route oder wie teuer eine Route gerade ist. Kannst du da ein bisschen was aus deiner Forschung in Izmir zu sagen oder auch von anderen Orten? Also zu Izmir fällt mir nochmal ein, dass wir selber verwundert waren, als ich letztes Jahr da war, dass nämlich nicht nur Geflüchtete aus der Türkei über die IGS gekommen sind oder aus Syrien, sondern dass es auch Geflüchtete gab, die jahrelang im Libanon im Flüchtlingsheim waren, also im Flüchtlingslager waren und gemerkt haben, wir haben hier keine Chance. Und plötzlich wussten, okay, der Korridor ist offen, man kann für 500 Euro, oder für 400 Euro, bis nach Griechenland und kann dann weiter. Die dann relativ schnell aus Ägypten und Libanon, aus dem Leben weiß ich jetzt nicht mehr, von denen weiß ich halt, diese Route genommen haben. Und das hat sich relativ schnell verbreitet. Von Forschungen früher weiß ich halt auch immer, dass es immer wieder darum geht, wo gibt es eine neue Route, wo kann ich aber auch unterwegs irgendwie Geld verdienen. Das ist auch wichtig, es gibt so verschiedene Sachen. Es gibt ein großes Wissen darüber, wie die Visa-Verteilungen sind, über welches Land ich reisen kann, wo ich relativ einfach ein Visum bekomme, damit ich nicht die ganze Reise clandestin machen muss. Und es gibt natürlich auch ein Wissen darüber, wohin gehe ich in Europa, in welches Land gehe ich in Europa. Also sprich, welches Land hat für meine Nationalität, für meine bestimmte Bedürfnisse, bin ich jetzt LGBT, dann geht man gerne nach Schweden beispielsweise, habe ich dann die Möglichkeit, einen sicheren Aufenthalt zu bekommen. Unabhängig davon, dass es natürlich bestimmte Bezüge familiärer Art irgendwie in bestimmte Länder gibt. Das erinnert mich an einen der letzten Punkte, den du stark gemacht hast, die unterschiedlichen Netzwerke, also nicht nur familiäre Netzwerke, die aktiviert werden in dieser Mobilitäts- und Transitphase. Kannst du noch mal genauer sagen, welche, du hast freundschaftliche Netzwerke, politische Netzwerke und familiäre natürlich genannt? Könnte noch religiöse dazu nehmen. Religiöse. Also religiöse sind auch noch mal ganz gut. Ja, religiöse Netzwerke. Also religiöse Netzwerke sind da auch immer ziemlich groß. Also von der Forschung, die ich vorgemacht habe über kongolesische Erweckungschristen, waren die religiösen Netzwerke die Netzwerke, wo, wenn ich angekommen bin, bin ich halt in die Kirchengemeinde gegangen und habe halt dort sofort die Möglichkeit gehabt, irgendwie anzukommen. Das heißt, ich habe kein Geld bekommen von denen, aber mir wurde gesagt, wie ich eine Wohnung kriegen kann, wie ich einen Job kriegen kann, wo es den Schmuggler gibt und was ich sagen muss, wenn ich einen Asylantrag stelle beispielsweise. Und kannst du kurz einschätzen oder erklären, wie fest diese Netzwerke sind? Also Netzwerke können wir uns ja als etwas vorstellen, da bin ich einmal drin und dann ist das genau der Weg, den ich auch gehen werde und ich kriege meine Informationen allein von dort. Gibt es, überlagern sich diese Netzwerke, gibt es Orte, wo zum Beispiel familiäre Netzwerke nichts bringen? Ich kann es mir jetzt nicht so richtig vorstellen, aber gibt es Orte, wo familiäre stärker sind als oder aktiviert werden können als politische oder freundschaftlich oder ähnlich? Also hast du so Konzentrationen oder Ausdünnen unterschiedlicher Netzwerke getroffen an den unterschiedlichen Orten? Nee, das kann ich nicht sagen. Nicht jeder möchte familiäre Netzwerke aufrechterhalten auf der Reise. Das ist ein großer Punkt. Viele möchten die auch gerne hinter sich lassen und haben lieber andere Netzwerke, beispielsweise religiöse oder halt auch politische. Und es gibt aber auch so Mischfunktionen, also beispielsweise aus meiner Forschung zu Kongolesien, das sind halt sehr oft politische Menschen gewesen, die aber dann auch in die Kirche gegangen sind. Das sind auch Leute gewesen, die überhaupt nicht religiös waren und aber dann dort in die Kirche gegangen sind und das Netzwerk genutzt haben, weil sie wussten, das ist der Ort, wo ich Kontakte knüpfen kann. Ich habe so ein bisschen, Katrin, gleich, ich wollte nur einen Bogen noch stellen. Ich habe so nach den Netzwerken gefragt, weil wir uns Infrastrukturen ja auch im Grunde als materialisierte Netzwerke vorstellen können. Mit Abdelmalik Simon wissen wir, okay, Netzwerke sind auch Menschen, deswegen genau die Frage an dich. Und du hast uns ja Infrastrukturen sehr stark so vom Gebauten und das kann zerstört werden und wird wieder aufgebaut oder wird in große Immobilienprojekte eingebunden, eine Infrastruktur wie so ein Hub eines in einer Infrastruktur wie so ein Bahnhof. Ich habe mich da gefragt, wie weit das, was jetzt so als fast wie so eine demokratische Infrastruktur der Busbahnhof daherkommt, wie weit sich das doch auch ausdifferenziert hat an diesen Orten. Man kommt gemeinsam an und dann, was passiert mit der gemeinsamen, in diesem Bus-Vehikel umgesetzten Mobilität, wenn man angekommen ist? Also wie,
wie gleich sind die Leute, wenn sie am Busbahnhof ankommen? Ja, sie sind natürlich, wenn man sich die Insassen im Bus vorstellt, natürlich nicht gleich. Also da hätte ich noch eine kleine Folie, also zu einem kleinen Reisebericht auch gezeichnet. Also ich bin selbst mal mit dem Bus zu so einem Workshop nach Sofia gefahren, mit so einem ganz normalen Linienbus. Und natürlich ist die Zusammensetzung der Passagiere sehr heterogen. Also es gibt darunter einfach Leute, die als Touristen unterwegs sind. Also es gibt darunter Leute, die aufgrund von um ihre soziale Mobilität zu verbessern, Einkommensmöglichkeit zu haben. Unterwegs sind sie beispielsweise Krankenpflegerinnen, in dem Fall von Bulgarien war der halbe Bus eigentlich voll. Es gibt Menschen, die nach Wien fahren im selben Eurolines-Bus, um auf der Straße zu betteln, mit Roma-Hintergrund. Es sitzen im gleichen Bus Menschen, die sich ein Zusatzeinkommen aufmachen oder auch Großmütter, die ihre ausgewanderten Kinder besuchen. Also sozusagen im Bus schon einmal sehr, sehr heterogen. Das wird in dem Fall dem Sofiota-Bus sogar richtig gemanagt oder eingeteilt, wer denn neben wem sitzt an der Abfahrtstelle von dieser Person, die Busplätze zuteilt. Und am Busbahnhof selber ist es natürlich auch so, dass ganz unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Busgesellschaften am gleichen oder am Bahnsteig nebeneinander halten. Also es ist in Wien so, dass es hier war früh morgens am Hamburger Busbahnhof, der sehr, muss man sagen, kann es über die Planung irgendwie streiten, aber er liegt zumindest sehr zentral und er ist irgendwie so ganz wichtig, was natürlich auch diesem, was ich vorhin nicht mehr angerissen habe, diesem Fernbusboom geschuldet ist, also dass plötzlich auch andere Kundschaften wieder Bus fahren und eine hippere Klientel und die muss natürlich irgendwie entsprechende Atmosphäre oder gestaltete Orte vorfinden und nicht wie in dem Fall von Wien eigentlich Orte, die jetzt nie richtig geplant waren. Also das ist auch das Spannende, dass sie sich praktisch immer nur so irgendwo anlagern, die Infrastruktur mitnutzen, vom Bahnhof, von einem Parkhaus und im Prinzip nie richtig Form annehmen. Und im Fall vom Wiener Busbahnhof in einer speziellen Phase, vor allem als diese Kriegshandlungen in ehemaligen Jugoslawien noch gelaufen sind, gab es auch so sehr, sehr absurde Busfahrten, also die ich einerseits aus einem Interview von dem ehemaligen Leiter dieses Busbahnhofs kenne, andererseits auch über eine Reportage aus der Zeit, das sogenannte Phänomen der sogenannten Wochenendkrieger, also wo Leute, die in Wien regulär gearbeitet haben, auf Baustellen oder in anderen Betrieben, dann Wochenends an die Front gefahren sind, aber im Prinzip vom gleichen Busbahnhof abgefahren sind, also einerseits Serben oder Bosnier beispielsweise, und sich an der Front irgendwie, ob jetzt direkt oder indirekt gegenübergestanden sein müssen, aber jeweils mit anderen Bussen gefahren sind, aber die gleiche Route gefahren sind und nur auf die andere Seite der Grenze, um nach dem Wochenende dann sozusagen wieder nach Wien zurückzukehren und auf der Baustelle weiterzuarbeiten. Also das verdeutlicht nur so als Sinnbild dafür, was es denn für so was denn so ein Busbahnhof auch in Krisenzeiten sein kann. Ja, vielen Dank an beide. Ich fand es sehr schöne Beiträge und auch so zwei verschiedene Perspektiven, vor allem ziemlich interessant. Damit hatte ich gar nicht gerechnet, dass Mobilität nochmal so ausgeweitet werden kann. Also nicht nur Mobilität der Geflüchteten oder der Migration, sondern auch, dass Forschung selbst so mobil ist, ihr das ja beide gezeigt habt, oder auch mit den mobilen Forschungstools und bei Gerda E. mit der mobilen Ethnographie und aber auch das Wissen mobil ist von den Geflüchteten, also dass das eben mit reißt sozusagen, das Wissen und über Infrastrukturen hinaus die Netzwerke sind. Meine Frage wäre jetzt nochmal so ein bisschen zu den Orten, Hubs, Knotenpunkte, ob ihr vielleicht, also den Busbahnhof sehr ein leuchtender Ort, vielleicht Gerda, kannst du was ein bisschen von einem Stadtteil, hat was mit Gentrifizierung vielleicht zu tun, also wie verändern diese Orte über die Orte hinaus auf die Stadt? Also eben nicht nur der Busbahnhof und nicht nur der konkrete Hub oder welchen Einfluss, so ein bisschen anschließend vielleicht auch an deine Frage, die du gerade gestellt hast, also wie wirkt das über den konkreten, ganz konkreten Ort der Kirche, des Busbahnhofs hinaus in Stadt? Stadtproduktion. Eine Sekunde, ich
will fragen, gibt es hier, solange ich hier stehe, noch eine Frage? Nee, aber einer hat sich gemeldet, dann zwei hintereinander. Genau, wirklich nur ganz, ganz kurz. Ich fand das auch in der Frage spannend, wie das zusammenspielt und fand das jetzt irgendwie sehr spannend und es macht eine ganze Menge von Feldern auch. Und ich würde so zwei Begriffe vielleicht so, die uns vielleicht auch noch ja weiter begleiten werden, was so durchscheint. Also ihr habt ja viel von Strategien, von sozusagen reagieren, umgehen, auch mit Wissen, von sozusagen, was scheint so ein bisschen, und aber auch der Begriff, ihr wart auf der Suche nach dem migrantischen Subjekt oder vielleicht auch sowas in der migrantischen Subjektivität. Da ist ja so diese Vorstellung sozusagen von Agency, auch sicher der Willen, sozusagen die Flüchtigen und die Migrierenden als Subjekte und eben auch mit einer Souveränität auszustatten. Trotzdem ist das ja natürlich, wie wir wissen, nicht als Getriebene, also sozusagen dem medialen Bild der Victimisierung was entgegenzusetzen. Das ist ja auch ein Forschungsimpetus mit Sicherheit, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Und eint sicherlich auch viele unter uns. Trotzdem wäre so ein bisschen die Frage, was ist das für eine Souveränität? Was ist das für eine Agency, die da auftritt? Und wie, wenn wir jetzt die Asylmaschine im Hintergrund haben und alle anderen, alle möglichen anderen Maschinen? Also würde ich, denke ich einfach so, der Begriff der Souveränität, wie kann man den in dem Zusammenhang denken? Und damit zusammen diese total interessante Frage, die so in deiner Zwischenfrage nur so aufschien, die Frage von Citizenship, Claimen von Rechten, Citizenship normalerweise an einen Ort gebunden, hier sozusagen Recht auf Mobilität und Recht auf Bewegungsfreiheit gegen Residenzpflicht, ja, was ja sozusagen zentrale Forderungen auch der Refugee-Bewegung sind. Also tatsächlich nochmal, auch vielleicht jetzt weniger als eine Frage an euch, also gemeinsames Nachdenken, Recht auf Mobilität, auch auf sesshaft werden und weiterreisen, sozusagen wirklich auch in Citizenship, ein erweitertes Citizenship auch der halt nicht mehr an den Ort gebunden ist, gedacht werden kann. So, das einfach nur so als Überlegung am Rande und wirklich die konkrete Frage, weil mich sehr interessiert, wie aus diesen Erfahrungen, die Leute machen und mit denen ihr jetzt ja vor allem in eurem mobilen Labor wirklich systematisch auf die Suche macht, was sind das für Geschichten, die Leute dann auch erzählen, was sind das für erzählen können, wenn ihr sie da auch dazu einladet, was sind das für Bilder, die da produziert werden. Und da würde mich sehr interessieren, du hast das ganze Rand erwähnt, diese Busbahnhöfe werden dann auch Erinnerungsorte gewissermaßen, also an die erinnert man sich auch, die sind wichtige Orte, das ist eben, wie wir alle wissen, keine Unorte, kann man auch sagen, gibt es ja vielleicht gar nicht, haben wir vielleicht auch inzwischen rausgefunden, dass diese Unterscheidung nicht sonderlich viel Sinn macht, aber genau diese Mischung zwischen Transitorten und gleichzeitig ja auch Orten des Verweilens, wo soziale Interaktion stattfindet. Wie schreibt sich das ein? Wie erinnert man sich auch an solche Plätze wie Drasmane, wo Leute nur ein paar Stunden sind, aber auch vielleicht ein paar Wochen? Also welche Rolle spielen solche Orte, die ihr jetzt ja besonders fokussiert, sozusagen in dem, welche Geschichten die Leute von sich erzählen, wenn er sie dazu einladen? Also sei es in Interviews oder sei es in Kartografien oder anderen. Soll ich direkt, wenn es noch frisch ist, vielleicht ist die Frage? Ja? Ja? Also, wichtige Orte, also die Erinnerung, aus meiner Erfahrung in den Gesprächen funktioniert die Erinnerung oder kann die Erinnerung immer dann wieder wachgerufen werden, sozusagen am leichtesten, wenn diese Orte erneut frequentiert werden. Und diese Bezüge gibt es schon noch und in vielen Gesprächen war es schon zum Teil so, dass die Leute natürlich dann eher mehr, also oder ganz konkret dann zum Beispiel auch in Wien mittlerweile leben, aber trotzdem es noch familiäre Bande gibt und sie zum Teil auch wirklich aus Sentimentalitätsgründen lieber in den Bus steigen, als den Billigflieger zu nehmen, den sie auch gibt, ne, mittlerweile. Und ein weiterer Punkt ist natürlich, dass man viel mehr Zeug und Geschenke mitnehmen kann, die natürlich auch ganz wichtig sind in diesem Setting aus unter Anführungszeichen heimkommen und Familie besuchen. Man muss in beide Richtungen was mitnehmen. Also einerseits, um die Leute dort zu beschenken, und wer wird auch wieder beschenkt. Und andererseits ist es, dieser Erinnerungsort ist auch wirklich so, gerade im Fall des Südbahnhofs, den es ja nicht mehr gibt, den man nicht mehr besuchen kann, weil er
platt gemacht worden ist und was anderem gewichen ist, ist aber trotzdem in der Erinnerung dieser Leute auch noch ganz, ganz zentral und wichtig für so eine Zeit, als Nachrichten noch anders übermittelt worden sind, also beispielsweise durch den Busfahrer, wo, also der Busfahrer ist generell so eine zentrale Figur in der ganzen Geschichte, also nach wie vor noch, also der oft bei vielen auch so zum Familienmitglied mittlerweile auch schon geworden ist, also einen erweiterten, bei dem Busfahrer werden ja auch Dinge anvertraut, also auch Boote von vielen Dingen und er hört natürlich auch viele Geschichten von diesem Frequent Travelers und hat die über längere Zeit auch beobachten können. Also wenn es ein älterer Busfahrer beispielsweise ist, hat er zum Beispiel auch Kinder erwachsen werden gesehen und hat immer auch, also es ist bis heute noch so in Wien, also unsere Nachbarn vom Projektraum, die irgendwie serbische Wurzeln haben und so ein kleines Speditionsunternehmen haben, schicken bis heute noch irgendwie Geldbeträge, wenn irgendwas repariert werden muss mit dem Busfahrer ins ursprungsheimatliche Dorf. Also wird das sozusagen immer im Alltag auch noch so praktiziert und wachgehalten. Das ist natürlich auch romantisch. Also, ist nicht immer so, aber in manchen Fällen. Ja, dann komme ich zu den Orten. Ich kann gar nicht so sagen, was für Orte es sind. Es sind Orte, die Treffpunkte sind. Es sind Restaurants, es sind Moscheen, es sind Kirchenorte, es sind Friseursalons oder Internetshops, die oft auch wechseln, die oft auch relativ häufig wechseln. Ich glaube, wenn man über Erinnerungen redet, dann kenne ich das eher, dass Angekommene hier in Berlin dann da sitzen und sagen, ach, wie schön war es in der Türkei. Hier ist es so kalt und das war doch eine schöne Zeit, als wir da waren, wo auch so ein bisschen der Ort in der Rückkehr verklärt wird, so ein bisschen. Und es gibt eine interessante Geschichte. Ich habe eben bei der Präsentation dieses eine Café gezeigt und ich war vor 2 Monaten war ich in Bochum eingeladen und da hat sich eine journalistische Geflüchteteninitiative haben mich eingeladen, um vor allem über den EU-Deal zu zeigen. Und als ich das Bild gezeigt habe, haben plötzlich 5 gesagt, oh, da waren wir auch alle. Das war so, das fällt mir dazu ein, dass dieser Ort halt ein unheimlich wichtiger Ort ist, weil man da halt auch seinen Reiseunternehmer halt trifft. Ganz platt gesagt. Wenn ich jetzt nochmal auf die andere Frage zurückkomme, was hat das für Auswirkungen, was macht das halt aus, abgesehen davon halt Gentrifizierung? Basmane, ich kenne es noch nicht so gut, ich habe nicht die letzten Jahre dort geforscht, deswegen kann ich nur ein bisschen auch aus der Rekonstruktion erzählen, ist natürlich seit 20 Jahren ein gewisser Ort gewesen, wo halt immer getransitet worden ist. Es ist natürlich so gewesen, dass viele halt auch wirklich durchgegangen sind und nicht unbedingt sich dort niedergelassen haben. Das heißt, dass erst dieses Viertel zum Innenbild halt eines migrantischen Viertels geworden ist, das ist eigentlich erst seitdem die syrische Krise angefangen hat, seitdem die Leute aus Syrien gekommen sind und sich dort halt auch niedergelassen haben. Das hat ziemlich viel evoziiert. Ziemlich viel Verwerfungen halt auch, Ressentiments natürlich, konkurrierende Migranten mit Einheimischen, die auf dem Markt konkurrieren, Auseinandersetzungen bis hin auch zu pogromartigen, aber relativ soften, sage ich mal, Auseinandersetzungen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, als ich 2008, 2009 das erste Mal forscherisch in der Türkei war, gab es zwei Gruppen, die sich eigentlich mit dem Thema Migration und Rechte für Migranten überhaupt eingesetzt haben und interessiert haben. Als ich jetzt nochmal da war, hat sich das kolossal verändert. Es gibt gerade in Izmir gibt es sowohl von der vom Bürgermeisteramt, also von staatlicher Seite, gibt es bestimmte Personen, die eingesetzt worden sind, um sich halt um bestimmte Lage zu bekunden. Es gibt mehrere NGOs, mehrere migrantische Organisationen, die sich halt auch dort gebildet haben. Es gibt aber auch türkische Leute, die sich für die Rechte der Syrerinnen oder die Rechte der Geflüchteten überhaupt einsetzen. Und das Thema ist wirklich nochmal ganz anders verhandelt worden und nochmal ganz anders in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten. Das ist natürlich auch was sich in der Stadt so niederschlägt. Also positiv wie auch negativ. Zudem hat es natürlich nochmal die Stadt sehr verändert, weil vor allen Dingen aufgrund der syrischen Geflüchteten gibt es eine Armada an NGOs,
an muslimischen NGOs, aber auch an christlichen NGOs, die sich mittlerweile in der Stadt niedergesetzt haben, die mit International Organizations kommen. Also Izmir ist es noch nicht so stark wie beispielsweise in Gaziantep. In Gaziantep gibt es eine Stadt, die 1,5 Millionen Einwohner hat. Vor der Krise hatten sie 1 Million Einwohner, heute 1,5 Millionen Einwohner, wo es ungefähr 110 NGOs gibt, die sich seit der Krise dort festgesetzt haben. Und das verändert natürlich eine Stadt auch kolossal, also in vieler Hinsicht. Gerda, du hast jetzt relativ detailliert erzählt, was, also gleichzeitig miterzählt, was auch neu ist an der Situation seit des Syrienkriegs und oder des Kriegs in Syrien. Die Frage fällt an dich, Michael, was ist neu an der Situation an den Busbahnhöfen, was die Mobilität angeht? Weil es gibt ja, du hast es ja sehr historisch auch aufgezogen und vor allem der Jugoslawienkrieg war ein wichtiges Moment, vielleicht auch vergleichbar, weil auch wiederum Menschen geflüchtet sind und angekommen sind. Was ist neu an der Situation heute an diesen Busbahnhöfen? Und eine Unterfrage dazu noch, wie reagiert man untereinander darauf, wenn es Menschen aus Jugoslawien gibt, die selber Fluchterfahrung haben, Kriegserfahrung, in diesem Vehikel sitzen, in dem jetzt vielleicht nicht Geflüchtete sitzen, aber an so einem Busbahnhof, also aktuell Geflüchtete, auch wieder darauf kommen und die ganze, das ganze Wissen, die Aktualität dieser Routen so im Raum steht. Was sind da die Bezugspunkte und Relationen? Naja, zu dem Busbahnhöfen, also aktuell ist im Prinzip so diese, dass es auch wieder so ins Zentrum der Aufmerksamkeit eher mehr rückt mit den Busbahnhöfen, sich denn was zu überlegen, weil im Prinzip funktionieren sie ja doch dann eben weil immer, also so war es bisher, aber jetzt mit dieser, wie soll man sagen, diesem Fernbusboom, das halt wirklich andere Klientel anzieht, kommt es dazu, dass sich auch Stadtplanung damit auseinandersetzt, was ist der Busbahnhof, also da geht es dann darum, ob es denn sozusagen auch ein Tor zur Stadt wird oder eine Visitenkarte, beziehungsweise auch ganz sehr, sehr banal und praktisch und ökonomisch, ob den Busbahnhöfe dann auch nicht, wie, also überall dort, wo es Frequenz gibt, gibt es potenzielle Kaufkraft. Also werden die Orte plötzlich auch deswegen wieder wichtiger. Was die Situation mit den Geflüchteten oder mit den neuen Fluchtbewegungen angeht, also kommt mir aus meinen Gesprächen und Beobachtungen vor, dass das irgendwie der Busbahnhof oder dieser Alltag an diesen Orten, das irgendwie schon, dass das so angelegt ist, dass das immer Teil mehr oder weniger davon war und ist. Also sie sind natürlich schon irgendwie Leute aus anderen Gegenden der Welt sichtbarer, aber trotzdem wäre mir jetzt nichts bekannt, dass da irgendwie zu großen einerseits Konflikten käme und andererseits kann ich mir schon vorstellen, dass sich natürlich Leute, die selbst flüchten müssten, daran sehr stark denn auch erinnern. Ne? Und ich meine, in dem konkreten Fall, also gerade wie wir uns auch noch beschäftigt haben mit dieser Grenzinfrastruktur, dieser reaktivierten in Nickelsdorf, war es natürlich so, dass also nur temporär relativ kurz Busse eingesetzt wurden, um die Leute weiterzubringen, also auch also mit Gesprächen mit Leuten, die da in dieser Verkehrsleitstelle, die so, wie soll man sagen, so krisenstabsmäßig eingerichtet wurde, letzten Sommer tätig waren. Da ging es vor allem darum, sozusagen diese Leute weiter zu transportieren und möglichst an die österreich-deutsche Grenze zu bringen. Und was für die urbanen Situationen der Busbahnhöfe auch ganz interessant ist, also dass diese gegenwärtigen und ehemaligen Busbahnhöfe, dass sich in dieser unmittelbaren Nachbarschaft im Prinzip die größten Wiener Flüchtlingsnotunterkünfte befinden. Also das ist eher mehr, wie soll man sagen, so einerseits könnte man sagen Zufall oder auch Logik der Orte, dass es einfach so Orte sind, wo sozusagen große, doch große Immobilien gelegen sind, die halt in staatlicher oder städtischer Hand sind, die dann als Flüchtlingsnotunterkünfte nutzbar gemacht werden konnten, relativ schnell. Wir sprechen jetzt heute doch sehr stark über natürlich diese große Bewegung der
Flucht. Was ich interessant fand, Gerda, bei dir war dieser Aspekt in Izmir des Wartens, also ne, eigentlich der Umkehrung. Mobilität kommt zum Stillstand und kehrt sich um in dieses Warten. Und das kennen wir ja auch hier in der Situation derer, die angekommen sind, dass deren Lebensalltag in der ersten Phase insbesondere davon geprägt ist, zu warten. Und aber nicht nur das, sondern natürlich auch auf einer ganz anderen Ebene von in Bewegung gehalten werden über diese Termine, die wahrgenommen werden müssen und die man sich auch im Sinne dieser Maschine erstmal selbst erschließen muss. Hast du das in deiner Forschung auch an diesen unterschiedlichen Standorten feststellen können? Also wie, ne, nochmal so, wie geht diese Mobilität in einen Alltag über oder wie kann sie ihn auch definieren? Ja, ich habe auf das Mikro gewartet. Ich komme da gar nicht. Ja, also jetzt ganz konkret gibt es mir ein Beispiel. Also zum einen, ich habe das jetzt eben nicht erklären können, es gibt ein sehr spezielles Verfahren für nicht-syrische Geflüchtete und für andere Geflüchtete. Die Türkei nimmt keine Geflüchteten außerhalb der EU in der Türkei auf. Man kann kein Asyl suchen, wenn man nicht aus Europa kommt in der Türkei. Alle, die nicht aus Europa kommen, müssen halt in einem parallelen System mit dem türkischen Migrationssystem und dem UNHCR einen Asylantrag stellen. Da gibt es natürlich unendlich viele Leute, die warten seit Jahren. Die warten seit 8 Jahren. Es gibt auch Leute, die ich kenne, eine Familie in Istanbul, die warten seit 6 Jahren, die haben 2 kleine Kinder, sind anerkannt, warten auf ein Resettlement und werden halt im Warten gehalten so. Es gab in unserer Forschung, während der Zeit unserer Forschung, gab es im Anschluss konkret an den EU-Türkei-Deal eine Gruppe von 5 Kongolesen, die halt auf den griechischen Inseln angekommen worden waren, die halt dort keinen Asylantrag stellen konnten, zurückgeschoben worden sind in die Türkei, in ein Abschiebegefängnis gekommen worden sind und dort erstmal gewartet haben und dann mit Hilfe einer NGO es geschafft haben, einen Asylantrag zu stellen, auch freigelassen worden sind. Die dann nach Kayseri mussten, also weit ins Landesinnere. Und jeder, der weiß, wo das liegt, das ist wirklich weit weg. Und vor allem gibt es wenig schwarze Menschen dort, die sich dann entschieden haben, ihren Status aufzugeben. Und mittlerweile ist eine von ihnen in Paris, andere Person ist in Italien und die dritte Person ist, und zwei sind in Griechenland. Also das heißt, sie sind eigentlich in der Mobilität geblieben. Und eigentlich geht die Mobilität weiter und selbst wenn sie jetzt in Paris sind, ist nicht klar, was mit ihnen passieren wird. Aber vielen Dank nochmal auch für diese Frage. Das fand ich jetzt eine schöne Umkehrung, warten, aber auch mobil gehalten werden. Mhm. Und die Frage der Souveränität, die Anna vorhin gestellt hat, hast du ja genau auch mit beantwortet. Trotzdem, ich werde mobil gehalten, ich komme vielleicht auch irgendwo an. Aber wann ist eigentlich welche Selbstsouveränität im Spiel? Die Zeit ist um. Ich sehe auch keine Frage mehr. Vielen Dank, Gerda und Michael, dass ihr euer Wissen mit uns geteilt habt. Das war sehr lehrreich und das Thema Mobilität, das mit Ankommen und Bleiben so eng verknüpft ist, wird uns sicherlich in allen weiteren Sitzungen auch begleiten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Also bis zum Ende.